Ich lasse gern auf dem Zauchensee ein paar Lichtskulpturen schwimmen, sagt die Tourismusmanagerin. Kannst du mir nicht ein bisschen eine Musi dazu machen? Ein bisschen wächst sie meistens aus, sag ich. Machen wir gleich was Gescheites, ich hätte da eine Idee. In Salzburg draußen haben sie das Fitschspielhaus, da treten im Sommer Stars aus der ganzen Welt auf. Das ist die Außergebirgsoper. Und jetzt steht eine Kuppel über das ganze Innergebirg vor. Das ist unser Fitschspielhaus. Und drin treten unsere Diven auf. Die Natur, Wind und Wetter. Und mit dem zusammen, was auch die Menschen machen, ist dies unsere Innergebirgsoper. Ja, und da machen wir noch kleine Innergebirgsopern, die auf die große Innergebirgsoper verweisen. Und das haben wir da. Dreimal. Der Schor, der Tanz, der Gesang. Und das ist Vergangenheit, aber die große Idee ist aktueller denn je. Die Idee ist nicht einmal von mir. Den Hurt kennen die meisten. Das ist der Josef Beuys. Aber seine soziale Plastik schon die wenigen. Weil die sieht man erst, wenn man es gespannt hat. Also, ein Künstler zum Beispiel hat eine Idee. Und über eine Bewegung steht eine Form her, also ein Kunstobjekt, eine Skulptur, ein Bild, eine Muse, ein Text und so weiter. Aber dasselbe macht auch ein Bäcker. Der hat die Idee vom Brot und über Bewegung erzeugt es dann. Und selbst die Idee selber ist ein plastischer Vorgang, die von etwas Ungeformten über eine Denkbewegung zu einem konkreten Gedanken wird. Und wenn wir uns umschauen, dann sind wir umgeben und eingespannt in unglaublich viele solcher plastischen Vorgänge. Und die Summe von dem ist die soziale Plastik. Und deswegen sagt der Beuys, jeder Mensch ist ein Künstler, ob er es weiß oder nicht, von der Anlage her, also innen. Und die Innergebirgsoper greift das alles auf und erweitert es auch noch in die Natur ein. Weil beispielsweise ein Baum folgt auch dem plastischen Vorgang, indem er aus einem Samen, also einer Idee, über eine Formbewegung die Gestalt entwickelt. Und deswegen sage ich, alles Herrinnen, Künstlerinnen. Und für was sollte das jetzt gut sein? Weil die Entdeckung der eigenen Kreativität die Schönheit der Welt erblicken lässt und am Erkenntnispunkt ganz von selber klar wird, was fürs Ganze und einen selber gut ist. Und deswegen möchte ich die und die und auch die fürs Innergebirg, dass wir miteinander die große Kunst schaffen, nämlich die Kunst, richtig zu leben. Bin Baum, tiefwurzelt im Gegenwartsraum. Ruhig und aufrecht steh ich mitten im Herzen der Zeit, wachse in langsam sich weitenden Ringen nach innen.